der Wahnsinn heißt. Mensch, kauf dir ein neues Auto. Mensch, kauf dir ein neues Kleid. Mensch, kauf dir eine neue Wohnung. Für allein oder zu zweit. Mensch, schließ eine Versicherung ab. Mensch, kauf dir einen Mann, der es hat. Mensch, kauf dir eine Frau, die es hat. Zusammen mit ihren Deodorants, Coca-Cola-Flaschen, Eigentumswohnungen, Autos, Waschmitteln, Panzer, Neutronenbomben, Betonstätten, Atomkraftwerken, Partyscherzen, Intimsprays, Heiratsanzeigen, Atombomben, Fließbändern sowie allen anderen tödlichen, unbrauchbaren und unmenschlichen Objekten auf den Schrottplatz werfen. Und mir.
und gib mir deine Hand. Mit aller Kraft gemeinsam bauen wir unser Land. Ohne Krieg und ohne Mörder. Dies ist die Geschichte vom Fritzle. Als Fritzle noch ein kleines Baby war, hatte er große Freude daran, an den Brustwarzen seiner Mami zu zucken. Er kraulte sich seinen Pimmel und stieß dabei ein wollüstiges Grunzen aus. Denn Kinder haben bekannterweise schon ein sehr liebes kleines Sexualleben. Mami aber meinte, Sexualität sei nichts für Babys und sagte: Pfui, pfui, Fritzle! Und schlug ihm auf die Finger. Damals bekam Fritzle große Angst. Trotzdem machte ihm sein Pimmel immer wieder zu schaffen. Als er etwas älter wurde, bemerkte er, dass auch andere Jungs sowas haben. Mit großem Erstaunen entdeckte er auch, dass die kleine Susi von nebenan da ganz anders aussah als er. Das alles spielte sich ganz heimlich ab, denn Fritze hatte große Angst, erwischt zu werden. Als sein Vater ihn einmal beim Doktorspielen im dunklen Hausflur ertappte, brüllte er gleich rum: Du Ferkel! Wenn du das nochmal machst, wird er dir abgeschnitten! Deshalb hat Fritze wieder eine große Angst. Als Fritze in die Pubertät kommt, ist es ihm kaum noch möglich, sich mit was anderem als mit Schule, Fußball und Fernsehen zu beschäftigen. Seit seine Mutter ihn mit Monika, seiner ersten Freundin, ertappte, beobachtet sie ihn ständig und verlangt von ihm, dass er früher zu Hause sein muss und mehr lernen soll. Da für seine Eltern seine sexuellen Bedürfnisse etwas Schlechtes sind, kann er nur noch manchmal, heimlich und leise. Und dabei muss er auch noch aufpassen, dass er keine Flecken auf das Bettlaken macht. Ja.
deshalb hat Fritze wieder eine sehr, sehr große Angst. Darf ich heute wieder bei dir schlafen, Mami? Bitte, bitte, Mami. Pro Jahr werden in der Bundesrepublik Deutschland ca. 300 Kinder von ihren Eltern totgeschlagen. Nur 5% der Kindesmisshandlungen werden bekannt. Die Dunkelziffer beträgt 95%. 300 Verfahren wegen Kindesmisshandlung werden im Jahr in der Bundesrepublik durchgeführt. Man schätzt, dass pro Jahr 300.000 Kinder schwer misshandelt werden. Die Tatwerkzeuge und Misshandlungsarten sind Boxen gegen Bauch und Kopf, Schlagen mit Stöcken, Äxten und Stuhlbein, Treten gegen Bauch und Gesäß, Schlagen mit Riemen und Peitschen, Kopfstoßen, Schlagen, Schleudern gegen Bettgestelle, auf den Boden, die Wand, die Tür und den Ofen, Einsperren, Brennnesseln, Glieder brechen, Verrenken, Fesseln, Quetschen, Kneifen, Beißen, Kratzen, Umstoßen, Strangulieren, Würgen, Schlagen mit Waschholz, auf den Boden werfen oder auf harte Gegenstände, Scheiße essen lassen. Fritzle hat nun allmählich begriffen, dass es schlecht ist, das zu tun, was Spaß macht. Da er ein abhängiges Kind ist und keine Chance hat, sich gegen seine Eltern und Lehrer aufzulehnen, gewöhnt er sich immer mehr daran, den Befehlen seiner Eltern und Lehrer zu gehorchen, weil er dann ganz sicher ist, nichts falsch zu machen. Fritze hat jetzt große Angst vor seinem Pimmel, der ihn immer wieder juckt, ja, juckt, 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 juckt und ihn in Gefahr bringt, bestraft zu werden. Fritze gibt sich jetzt richtig Mühe, seinen Vorgesetzten zu gehorchen. Je besser er ihre Anweisungen befolgt, desto weniger braucht er Angst zu haben, bestraft zu werden. Fritze kriegt jetzt richtig Lust, Befehle auszuführen. Das befriedigt ihn. Und Fritze hat große Angst, einen Befehl nicht richtig auszuführen, weil es dann Strafe gibt. Er gewöhnt sich jetzt das Denken ab. Mit 16 Jahren ist aus Fritze ein saudummer Fritz geworden. We'll be right back.
geht Fritze selbstverständlich zum Bund. Wie jeder gute Soldat hat auch er eine schlaffe Weißwurst zwischen den Schenkeln, die er in einer olivfarbenen Armeeunterhose verbirgt. Er kann pinkeln wie jeder andere, nur mit dem Unterschied, dass er sich dabei vorher bei seinem Vorgesetzten abmelden muss. Spielt weiter! Er ist jetzt ein Mann und freut sich riesig, dass hier alles so wunderbar für ihn geregelt ist. Wunderbar. Er braucht nur noch Befehle zu befolgen, sonst braucht er sich um nichts mehr zu kümmern. Freudig und perfekt führt er jeden Scheiß aus. Er lernt auch das Morden und auch das macht ihm großen Spaß. Denn er braucht ja nur Befehle zu befolgen. Manchmal, nach einem Einsatz, hat seine Hose gelbliche Flecken. Dann wirft er sie heimlich fort. Auch beim Gewehrputzen spritzt er öfter mal leise heimlich einen ab. Schon kurz nach der Grundausbildung ist aus Fritze ein richtig guter Soldat geworden. Mit 20 Jahren schiebt Fritze öfter mal freiwillig Wache. Es macht ihm immer Spaß. Als jedoch eines Abends plötzlich drei Mädchen vor ihm stehen und ihn ganz lieb anschauen, da weiß er nicht, was er machen soll. In seiner olivfarbenen Armeeunterhose rührt sich schon seit langem nichts mehr. Plötzlich huscht ein Leuchten über seine Züge. Nach einem kurzen, aber intensiven Gebet, bei dem er auch an seine Mutter denkt, reißt er die MP von der Schulter und killt alle Fünfe mit zuckenden, roten Feuerstößen. Fühlst du dich jetzt besser, Liebling? Stöhnten sie sterbend. Thank you.
Bruder. Ich sehe dich, du schwarzer Spaziergänger, mit den unparfümierten Gesichtsfunzeln, der Stein in deinem Kopf, ein versteinerter Traum, ist wie die Steine dieser Stadt. Du unerklärbar Verrückter. Dein Traum ist so schwach wie das zitternde Nichts der Farben im Übergang auf den Verkehrsadler. Rot, grün, rot, grün. Da liegt er dazwischen. Sind sanft. Und es ist nur ein kleiner Unterschied zwischen den weißen Scheiben über den Krawatten und dir. Dein Gesicht ist nicht das Gesicht des Mörders.
sprichst nicht. Wenn du siehst, was aus den Schaufenstern glotzt. Du verhungerst. Sauber gewaschen zwischen Gras und Beton. Aus Angst. Berührung ist tot für dich. Bedeckt mit Wunden lebst du immer. Mit deinem witzigen Traum. Idiot! Ein Kieselstein. Einfach zum Wegwerfen. In der Bewegung, mit der du dich aufrichtest aus deinem Bett, im Schaufenster des Möbelgeschäftes, die Scheibe zertrümmerst und die Straße betrittst. Anfang des Tages. Weiß.
weiß. Erzwungenes Licht. Deine Füße reißen Löcher in den Asphalt, legen das Erdreich bloß, aus dem es herauswächst, Blumen und kleine Bäume. Zurückkehrst aus deiner Wohnung in den Straßenbahnen und dich
dich auf den Weg machst zwischen den Schienen, in der du aufstehst mit all deiner Kraft, gegen das straßenversiegelte Schweigen bis später, mit Gesängen über Sterne aus Silberpapier und geknebelte Roboter in Sonntagsanzügen. Mit deinem Traum beginnst du zu leben. Komm zu uns. Unsere Liebe wird tödlich sein.